So, nehmen Sie bitte Platz. Nun, zunächst einmal auf einer Reise ist es unumgänglich, ein vertrauenswürdiges Gefährt zu haben. Wir sind mit einem Tourbus des Modells T155 Toyota Octavian gereist. Ein achtstöckiger Mehrsitzer, Klimaanlage, Bodenheizung. Und auf diesem Foto habe ich versucht, sein Innenleben, ja seine Gedärme, so lebhaft wie möglich darzustellen, nicht, also mit all seinen Facetten und seiner Vielseitigkeit. Also wir haben hier sowohl Tasche als auch Kiste, nicht? Also organische wie geometrische Formen und auch einen großen Bereich, der im Dunkeln liegt, der dem Zuschauer viel Spielraum für Interpretationen lässt. Und dann natürlich rechts am Rand ganz klar der Hoffnungsschimmer. Ne? Also wir sprechen hier von einer Vorhang. Hier sehen wir einen Einblick in die Garderobe des Künstlers und die aufgehangenen Bühnenoutfits, die ja wie fast leblose, schlaffe Puppen wirken, denen man bloß die Tür zeigen müsste zur Bühne, um sie endlich aus ihrer ewigen Leichenstarre zu erwecken. Nicht? Bei diesem Bild habe ich eine Blendenzahl von 409 Joule verwendet, um letztlich diese besondere Atmosphäre vor dem Auftritt einzufangen, wo das Licht eine ganz besondere Stimmung erzeugt auf dem Parkettboden, der sich hier wie ein rotes, blutiges Meer ausbreitet und somit ja auch eine Art Prophezeiung abgibt. Also wird es ein blutiges Konzert oder wird es einfach nur rotes Licht geben. Tja, die Laderampe unseres Trucks, wie sie den steinigen Geröllboden küsst. Da merkt man auch einmal wieder, wie wir doch in eine chaotische Naturumgebung mit technischem Fortschritt auftrumpfen konnten. Denn auch technisieren, kolonialisieren und missionieren waren Ziele unserer Pilgerreise nach Jerusalem. Die Steine werden sich bedanken. Nee. Ja, und da war dann noch die Show.